So, hi zusammen. Ich zeige euch in diesem Video, wie ihr bei dem BMW Navigationssystem CIC das Service-Menü, dieses geheime Service-Menü aufrufen und starten könnt. Das ist eigentlich ganz einfach. Man braucht nur die richtige Tastenkombination für den iDrive oder für diesen Controller. Das ist dieser hier. Und als erstes müssen wir ins Hauptmenü gehen. Wie ihr auch gerade schon gesehen habt, bin ich da auch schon drin. Also einfach einmal auf Menü drücken. Als nächstes müssen wir den iDrive Controller nach oben drücken. Also in diese Richtung. Und exakt für, ja, man sagt, manche sagen mindestens, wir sollen es 10 Sekunden machen. 3 Sekunden, 5 Sekunden. Warten wir mal weiter ab. Und jetzt haben wir 9, 10, warten wir noch eine Sekunde länger, 11 Sekunden. Jetzt drehen wir 1, 2, 3 nach rechts, 1, 2, 3 nach links, danach 1 nach rechts, 1 nach links, nochmal einmal rechts und drücken auf den Button. Und wie ihr sehen könnt, wurde durch den letzten Druck auf den Button im Menü nichts verändert. Und wenn wir jetzt hier in die Einstellungen gehen, sehen wir unten das Service-Menü. Und im Service-Menü haben wir verschiedene Einstellungen. Das sind unterteilt in 4 Punkte. Navigation, Telefon- und BMW-Service, TV und Grace Note. Zum Beispiel beim Navigation haben wir die Möglichkeit, GPS zu kontrollieren, den GPS-Status abzurufen, ob damit alles in Ordnung ist. Genauso können wir auch die GPS-Version auslesen. Brauchen wir jetzt nicht. Nur mal so ein kurzer Überblick. Dann haben wir auch die Möglichkeit, einen Sensorentest zu machen, auch für die Beschleunigung, hier Acceleration-Sensor, Drift-Sensor, was in der Richtung, GPS genauso, die Reifen vorne oder auch hinten. Dann haben wir die Möglichkeit, die Kartenversion zu sehen, Map Database, Air Pictures sind hier jetzt keine vorhanden, Standorteingabe einfach zum Testen, Sprachausgabe testen. Die Zielführung ist nicht aktiv. Das funktioniert soweit. Die Zielführung ist nicht aktiv. Die Zielführung ist. So, muss man auch wieder stoppen, deswegen nochmal rückgegangen. So, Telefon- und BMW-Service ist der nächste Punkt. Hier sehen wir natürlich einige Informationen über das Fahrzeug. Dann sehen wir hier TV-Funktionen, die man hier noch justieren und einstellen kann. Und auch noch den Punkt Grace Note. Genau. Ja, das ist eigentlich die ganze Anleitung. Einfach mit den Sekunden aufpassen, dass es 10, 11 sind. Dreimal rechts, dreimal links, einmal rechts, einmal links, einmal rechts und dann noch zu guter Letzt auf den Button drücken. Und so ruft ihr das Service-Geheimmenü auf. Viel Spaß damit!